Vor Ewigkeiten habe ich mal ein Review aufgenommen. Das war meiner Meinung nach nicht so toll. Aber seitdem muss ich mir von Steve anhören: Hey, erhabener Meister MV Zorro, bitte mach nochmal ein Review. Und ich antworte: Okay. Heute werfe ich mal einen viel zu langen Blick auf Killzone Shadowfall für die PlayStation 4. Ich gebe erstmal eine Story-Zusammenfassung, da Shadowfall mittlerweile der vierte Teil der Reihe ist. Nach einem nuklearen Krieg im Jahre 2000 irgendwas sieht die Erde nicht mehr ganz so gut aus und die Menschen entscheiden sich zur Kolonialisierung anderer Planeten. Hierbei kaufen die Helges den Planeten Vector und den relativ hässlichen Planeten Helgen. Nachdem die Helgen sich nicht so richtig an diverse wirtschaftliche Abkommen halten, werden sie mal eben unverbindlich nach Helgen verfrachtet, während die Interplanetary Strategic Alliance, kurz ISA, Vector übernimmt. Die schlechten Bedingungen härten die Helges ab und sie sind logischerweise richtig angefressen. Im ersten Killzone greifen die Helges aus dem Grund Vector an und man muss die Invasion abwehren. Im zweiten Killzone greift dann die ISA wiederum Helges an, um deren Diktator gefangen zu nehmen und den Krieg zu stoppen. Ich kenne die Spiele überhaupt erst durch Killzone 2, da bei der E3 2005 ein vielversprechender Trailer gezeigt wurde, der sich leider als vorgerendert und somit fake herausstellte. Killzone 3 sah dann allerdings wirklich ungefähr so aus. Das spielt direkt nach Teil 2, der Diktator ist tot und zwei angesehene Helgast-Obermods am runden Tisch für alberne Diktator-Cosplayer streiten sich um die Herrschaft. The ISA Tank Group on the left! I mean, are you ignoring it on purpose or is this part of some strategy beyond our understanding? Is it? You build the weapon stall and I'll decide how to use them. Am Ende schmeißt man eine Atombombe auf Helgen und Orlok geht dabei drauf. Was für eine aussagekräftige Spielezusammenfassung. Killzone Shadowfall handelt davon, dass die Überlebenden und jetzt heimatlosen Helges nach Vector fliegen und man ihnen mal ebenso die halbe Hauptstadt überlässt. Die Stadt wird mit einer riesigen Mauer geteilt, eine Seite gehört der ISA, die andere Seite wird zu New Helgen ernannt. Die dortigen Anwohner werden gewaltsam rausgeworfen. Der 5 Jahre alte Lucas Kellen und sein Vater versuchen im astronomischen Jahr 2367 auf die andere Seite der Mauer zu flüchten. Man ist klein und unfähig und unbewaffnet. Ein Shooter, der unbewaffnet losgeht? Ich bin jetzt schon überfordert. Was kommt als nächstes? Story? Moralisches Dilemma? Kellens Vater flieht mit Kellen und seiner albernen gelben Betäubungspistole aus seiner Bude. Und man kann im Grunde jetzt schon sterben. Wenn man ein paar Sekündchen zu lang wartet, stürmen die Helges das Haus und schießen einen über den Haufen. Und wenn man nicht auf Kellens Vater hört, zack, tot. Aber so kompetent scheinen die Helges ja nicht zu sein, hier leuchtet mir einer direkt ins Gesicht und sieht mich trotzdem nicht. Ah, boah, Vater, geh mal weg, ey. Hast du wieder gesoffen oder was? Unterwegs begegnet man so rein zufällig Shadow Marshal Sinclair, den ich ab jetzt nur noch mieser Penner nenne. Der macht wohl gerade Urlaub in New Helgen oder so. Die Klischees nehmen ihren Lauf, Kellens Vater stirbt und mieser Penner nimmt ihn mit. In einem komplett verwirrenden Zusammenschnitt steigt Kellen innerhalb von 23 Jahren unter mieser Penner zum Shadow Marshal auf. Kellen lässt sich zur Beschaffung von Daten erstmal gefangen nehmen. You have no idea how sickening this is to us. Forced to live here, alongside the people who destroyed our planet. Hm. Ich würde mich diesen Leuten ja nicht überlassen. Während eines Gefangenenaustauschs kann man wie geplant entkommen und man bekommt das erste Mal eine Waffe. Und man darf sie nicht benutzen. Yay. Und man begegnet das erste Mal Echo, zu der kommen wir auch noch. Oh, vielleicht sollte ich mal weglaufen. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, ist die Grafik wirklich gut. So Aussagen nach dem Motto, das sieht nur 10% besser aus als die letzte Konsolengeneration, sind totaler Schwachsinn. Die Grafik ist ein Riesenschritt im Vergleich zur PS3. Okay, außer vielleicht diese Textur hier. Die hat wohl irgendjemand übersehen. Meine Augen! I have to go. Excuse me. Welcome home, Lucas.
Thank you, sir. It's good to be back. The men might appreciate what you did, but it wasn't smart. You're too important to this operation. God damn it, you're too important to me. In der ersten Mission soll Kellen eine in New Helgen abgestürzte Truppe retten. Und da beginnt auch schon der Bullshit. Also im Prinzip verstehe ich, was hier für eine spielerische Änderung versucht wurde. Aber die Ausführung hakt. Killzone 3 ist so ziemlich eins der geradlinigsten Spiele, das ich je gespielt habe. Man kann wirklich null mit der Umgebung interagieren. Man läuft nur stumpf geradeaus und killt Hellgast. Der Typ in Killzone 3 ist so cool, der kann den Gegnern die Augen ausstechen, durch den Helm durch. Ein einziger Level hat dann auch mal Stealth, aber das war alles. Und das war völlig okay so. Mehr wollte man ja auch eigentlich nicht von dem Spiel. Es hatte ja sogar einen guten Zweispieler-Koop-Modus im Splitscreen. Sowas ist selten geworden. In Shadowfall fehlt er, wird demnächst reingepatcht, ist aber leider nur online. Und sie hätten den Rest vom Spiel auch nicht ändern sollen. Direkt zu Beginn stellt man fest, dass viel mehr Stealth erforderlich ist als in Killzone 3. Am Anfang kann man nämlich immer noch nicht schießen. Man hat bloß ein Messer und schaltet Gegner schleichend aus oder hält sich von Kamerasichtfeldern fern. Man hat etwas mehr Freiheit, wie man das Problem konfrontiert, das wird aber bald selbst zum Problem. Außerdem kann man die Umgebung scannen und sich die Gegner in einem bestimmten Umfeld anzeigen lassen und je länger man scannt, desto größer wird der Radius. Wenn man aber zu lange scannt, dann macht der Scanner Krach und lockt die Gegner an. Vielleicht hätte Kellen vorher sein Equipment prüfen sollen, das erscheint mir nämlich irgendwie dumm. Aber es ist mir persönlich eigentlich nie passiert. Draußen bekommt man dann noch eine Drohne. Die Drohne kann man jederzeit rufen, falls sie sich nicht gerade repariert und sie hat verschiedene Modi, die man mit dem Touchpad des Controllers durchschaltet, was einfach sehr gut funktioniert. Man sollte diese Sonde einfach so oft es geht nutzen. Im ersten Durchlauf habe ich es nicht gemacht und bin viel zu oft gestorben. Beim zweiten Mal allerdings auch, aber dazu komme ich noch. Außerdem kann einen die Drohne wiederbeleben, vorausgesetzt man besitzt Adrenalin. Man kann maximal 2 Adrenalinpäckchen tragen und jederzeit benutzen. Wenn man eins benutzt, wird man nicht nur geheilt, sondern alles bewegt sich für eine kurze Zeit in Zeitlupe. Das hilft vor allem bei Gegnern mit Schild, wenn es irgendwie nicht funktioniert, den Kopf zu treffen. Soweit so gut. Eigentlich. Aber dann landet man in diesem gigantischen offenen Wald, wo irgendwie keine Tiere leben, nicht mal Vögel oder so, und ist erstmal komplett überfordert. Wo zum Teufel muss ich lang? Man kann sich zwar die Ziele anzeigen lassen, aber beim ersten Mal war ich komplett verwirrt, geisterte nicht nur eine halbe Stunde rum, sondern besuchte die 4 Missionsziele in der falschen Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist nicht optional. Wenigstens hat man immer eine coole Waffe dabei, die zwischen MG und Snipergewehr hin und her wechseln kann. Wenn sie voll aufgeladen ist, werden alle Hintergrundgeräusche ausgeblendet, was eigentlich ein netter Effekt ist. Außerdem kann sie mit nur wenigen Schüssen alles und jeden zerstören. Problem ist nur, die MG-Funktion ist total nutzlos und verwendet die Munition für die Sniper-Funktion. Man muss also immer daran denken, den Modus zu wechseln, sonst steht man am Ende vor Gegnern, die ansonsten nur ein oder zwei Treffer brauchen und schießt ewig auf die ein. Außerdem dauert das Aufladen im Adrenalin-Modus ewig und ich habe anfangs im Stress immer ein paar Millisekunden zu früh abgedrückt, wodurch nichts passierte und ich immer wieder ewig aufladen musste. Das kann jedem mal passieren. Nachladen im Adrenalin-Modus ist übrigens genauso scheiße, weil es dauert auch ewig. Vor der Absturzstelle stehen die ersten Gegner und bisher brauchte ich zig Versuche bei jedem Durchlauf. Ernsthaft, die erste richtige Konfrontation mit Schusswaffen besteht darin, 4 oder mehr Gegner im offenen Feld wohlgemerkt lautlos auszuschalten. Wenn die Gegner einen bemerken, aktivieren sie einen Alarm und mehr Gegner tauchen auf. Und die Gegner spawnen dann teilweise so oft neu, bis der Alarm mit der Drohne gehackt wurde. Daran kann man die Drohne übrigens hindern. Und diese beschissenen Alarmanlagen gibt's in fast jedem Level. Es folgt eine Ruine, in der ich mich immer verlaufe, weil ich immer wieder vergesse, wo es weitergeht. Im obersten Stockwerk gibt's eine Tür auf der rechten Seite. Da geradeaus nie etwas ist und sich die Treppen immer links befinden, orientiere ich mich natürlich immer nach links. Statt zurückzulaufen und in den Gang zu sehen, weil ich ja glaube, dass da nichts ist, wechsle ich immer auf die andere Seite der Ruine und suche nochmal.
Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Liegt's an mir? Ist das Level-Design kacke? Ich weiß es nicht. So, Überlebende gefunden, das Dropship mit C4 versehen, erstmal rausfinden wo und dann geht's wieder ab in den Wald. Und hier sieht man das nächste Problem. Gegner sind überall und kommen von überall. Und man sieht sie einfach verdammt schlecht. Man sitzt quasi in der Mitte und man bekommt alles ab und das nervt, weil man verdammt wenig aushält. Sorry. Das Spiel hat geile Lichteffekte und Nebel und so ein Quark. Die Landschaft und die Gegner unterscheiden sich dadurch aber farblich überhaupt nicht. Man merkt auch eindrucksvoll, dass die Schildfunktion der Drohne gar nichts bringt. Und warum nicht? Ja, weil die Gegner einfach drumherum laufen. Oh shit, jetzt komme ich mir vor wie ein Vollhorst. Da, ich werde die ganze Zeit getroffen. Wo zum Teufel kommt das her? Als nächstes klettert man dann eine Klippe hoch, denn man muss Kanonen ausschalten. Weil man will ja irgendwie auch wieder nach Hause fliegen. Da oben habe ich dann gemerkt, dass die Schrotflinte die absolut beste Waffe im Spiel ist. Also Leute, Schrotflinten für die Hellgast. Nur für die Hellgast. In der Tat. Beide Kanonen also mit C4 versehen, weil sowas haben wir lang nicht mehr gemacht und schon geht's wieder nach unten, wo mein Snipergewehr irgendwie daran scheitert, durch diese Riesenlücke im Zaun zu feuern. Dann überrennen wir eine Funkstation, killen alles und sehen zu, wie Items zwischen Gegenständen verschwinden und nie wieder auftauchen. Geil. Irgendwie hört meine Drohne mitten im Heck der Alarmanlage auf und ich hab's nicht gemerkt. Ich glaube, ich hab noch einen Zahnarzttermin oder so. So, Endspurt. Das ist immer noch der erste Level und ich habe bestimmt 1,5 Stunden gespielt. Ich und die Überlebenden also rein in den Bunker, der natürlich zwischen den Missionszielen liegt, die ich nacheinander lösen muss, gut gemacht. Und da muss ich erstmal alles niedermähen, was sich bewegt. Irgendwann kommen dann auch noch Dropships und fliegende Miniguns und die Situation ist komplett aussichtslos. Das Blöde ist, das wird einem nicht eindeutig gesagt. Man ballert also stumpf weiter wie ein wahrer Call of Duty-Trottel und wundert sich nach 5-mal Sterben, warum das alles so unmachbar ist. Dann stellt man aber fest, dass man fliehen muss. Und selbst beim Rückweg ist das Verreckrisiko auf den 10 Metern sehr groß. Wenn man es dann doch geschafft hat, explodieren alle C4-Sprengsätze gleichzeitig und in Echtzeit. Das ist immerhin befriedigend. Das war der erste Level, Leute. Der erste. Ich bin schon hart angenervt. Ich hoffe, jetzt wird's interessant. Der Kontakt zur Forschungsstation Cassandra ist abgebrochen und eine scheinbar wichtige Wissenschaftlerin mit vertraulichen Informationen ist wahrscheinlich noch an Bord. Okay, alles klar. Und ich soll also einfach mal gucken, was... Board the ship, restore power to the engines and steer her into the sun. Make it look like an accident. Moment, was soll ich? Ich soll Cassandra in die Sonne lenken? Ist das nicht irgendwie gefährlich, Chef? Nicht? Wir schweißen uns also durch die Außenhülle und schweben schwerelos durch die Station. Die ist irgendwie unheimlich, die hat so ein bisschen was von Alien. Man sieht bedrohliche Schatten, unheilvolles Gekritzel an den Wänden und man findet Audiologs, die einem erklären, dass hier ein Mittel entdeckt wurde, an dem hunderte Hellgast-Versuchsobjekte qualvoll verreckt sind. Audiologs hört man übrigens aus den Boxen im Controller und das klingt wesentlich besser als bei der Wii. Oh Mann, das hat Potenzial hier. Hoffentlich springt mir nicht aus dem Nichts irgendein infizierter Trottel ins Gesicht oder so. Nee, es kommen nur mehr Hellgast. Und schon ist der Abschnitt langweilig. Dort gibt's auch ein bescheuertes Rätsel, das ich beim ersten Durchlauf echt falsch verstanden habe. Ich versuch's mal zu erklären. Überall im Level stecken solche Capacitors. In einem Raum gibt es einen Reaktor, bei dem 3 Capacitors fehlen und überall an dem Ding stecken schon welche. Meine Logik war halt, dass ich im Level 3 davon auftreiben muss, damit der Reaktor wieder läuft. Und sollte ich Capacitors vom Reaktor entfernen, läuft er nicht mehr. Also darf ich diese nicht nehmen. Ich backtracke also immer 3 Räume zurück und brauche über eine Stunde dafür, um das Ding endlich anzuschmeißen. Dabei durfte ich ständig von vorn anfangen, weil mich der Reaktor einfach erschlagen hat. Beim zweiten Durchlauf merkte ich dann, nein, man kann auch die Capacitors vom Reaktor nehmen und in die leeren Slots einsetzen.
Allerdings muss ich mich vom mittleren Ring nach außen arbeiten. Dafür brauchte ich 5 Minuten. Okay, toll. Zumindest ist die Kontrolle über die Station wiederhergestellt. Ab hier wird der Level relativ düster, obwohl man den Reaktor wieder angeschmissen hat und der theoretisch Strom erzeugen müsste. Oder liege ich da irgendwie falsch? Damit man halbwegs etwas sieht, kann man die Sonde benutzen, was sehr cool aussieht. Und es baut auch wirklich sehr viel Atmosphäre auf. Wenn's doch mal andere Gegner wären. Bei einer kleinen Quicktime-Prügelei, bei der ich nicht auf den Screen geguckt habe und den Befehl verpasst habe, erfährt man dann, dass Echo die verschwundene Wissenschaftlerin als Geisel genommen hat, die erfolgreich an einer chemischen Waffe forschte, die nur Helgas tötet. Moment, heißt das, wir sollen Beweise für eine Massenvernichtungswaffe die Sonne lenken? Ist das moralisch einwandfrei, wenn wir damit nicht auch Millionen Unschuldige töten? Wir machen es einfach. Während wir und alle anderen an Bord entspannt Richtung Sonne fliegen, fängt die Station so langsam an zu schmilzen. Man kann die Helgast einfach in den Sonnenstrahlen grillen. Allerdings sollte man selbst dem Licht und den glühenden Objekten nicht zu nahe kommen. Natürlich entkommen wir auf die sehr überlebensgarantierende Weise, einfach die Station zu verlassen. Und wahrscheinlich haben wir hierdurch nur einen kleinen Sonnenbrand. Sonnenbrille auf, passt schon. So, zurück auf Vector wollen wir uns erstmal einen High Five vom miesen Penner abholen und begeben uns dazu in sein Hauptquartier. Alles läuft dufte, der Grill wird wahrscheinlich gerade angeschmissen, da passiert das. Oh, ich glaube, die Helgast fanden es nicht ganz so geil, dass wir die gigantische Statue ihres ehemaligen Führers in die Luft gesprengt haben. Trotzdem frage ich mich, warum tarnen sich nicht einfach alle Helgast die ganze Zeit als Leute von der ISA? Das passiert wirklich einmal im Spiel und nie wieder. Das sieht ja irgendwie alles unter aller Sau hier aus. Das müssen wir mal ein bisschen aufräumen. So, Chef kommt vorbei, meint, was geht denn hier ab? Und das Attentat ist ja schon ganz töfte gewesen, aber er hat noch was viel Töftigeres zu bieten. Schuld am Anschlag ist Sohn Helgas mit dem kreativen Namen Tyrann. Wie Tyrann halt, nur dass ein Endsturm ist. Und er hat auch bereits Bomben in Zügen deponieren lassen und will einen Bahnhof sprengen. Also setzt man uns erstmal bei den Schienen ab, wo wir erstmal gepflegt überfahren werden. Das Ganze ist noch etwas nerviger als in der ersten Mission. Schüsse können auch von oben kommen und unten und aus völlig bescheuerten Winkeln. Man muss zwar nur geradeaus laufen, aber es gibt 3 Ebenen. Die Gegner sind willkürlich über diese verteilt, können aber auch Leitern benutzen, können also außerdem noch die Position ändern, wenn man gerade rausfindet, wo die Schüsse eigentlich herkommen. Optisch gehört der Level wohl zu den coolsten im ganzen Spiel, aber wie gesagt wird man mit so viel Details erschlagen, dass man die Gegner dazwischen nur schwer sehen kann. Auf einem derartig offenen Areal macht der Scanner auch nicht unbedingt, was er will und vergisst gern mal die Gegner.
So, wir räumen erstmal in der Bahn auf und finden dann noch den Sprengsatz. Dieser hat erstmal so ein stylisches Hologramm, das die Zeit anzeigt. Scheint wohl nicht zu kosten in 700 Jahren. Die Bombe kann nicht entschärft werden, also müssen wir sie von den Schienen lösen. Na, hoffentlich fällt das Ding nicht auf den Spielplatz oder so. Tyrant war allerdings fleißig, denn da, wo er sich gerade aufhält, hat er auch noch Geiseln genommen. Man stürmt also das Gebäude und rettet die Geiseln. Besonders vorsichtig muss man dabei nicht vorgehen. Die Helges in dem Gebäude sind irgendwie alle taub. Sie kommen auch nie auf die Idee, die Geiseln zu erschießen. Man darf also das halbe Gebäude zerlegen. Das ist nicht annähernd auf Rainbow Six Niveau. Mal gucken, wie viele sind das überhaupt? Oh. Irgendwann finden wir Tyrant dann auch und prügeln uns ein bisschen mit dem, aber der hat's leider voll drauf. Wir müssen ihn also erstmal verfolgen und hängen uns im wahrsten Sinne des Wortes an ihn dran. Yay, E3-Szene! Allerdings entkommt er. Ganz ehrlich, ich finde, der ganze Abschnitt vom Attentat bis hier ist der beste Part von Shadowfall. Es versucht hier nicht mehr zu sein als ein geradliniger Shooter und der Part mit den Geiseln macht mir tatsächlich echt Spaß. Aber jetzt geht's wieder bergab und es wird wieder nervig. Misa, Penner und Kellen sind stinksauer, wie ihr Tag gelaufen ist. Sie sind quasi nicht sehr begeistert. Tyrant muss für das Ganze gerade stehen, also tarnen wir uns als Flüchtling, der nach New Helgen zurückkehrt, um ihn zu finden. Oh übrigens, die Helges sind keine guten Gastgeber. Und wenn man hier nicht konsequent weiterläuft, wird man einfach erschossen. Das ist wirklich irgendwie nicht fair. Und dann gehen wir subtil vor. Wir zünden einfach mitten im Zug eine Bombe und scheißen dabei komplett auf alle Zivilisten. Naja, und dann muss man auch was drücken. Okay, also nochmal das Ganze. Raus aus dem Zug, niemand hat was gesehen oder gehört. Bis jetzt. Wir erschießen einfach mal alles und dann geht der Mist mit den Alarmanlagen wieder los. Das macht schon direkt keinen Spaß mehr. Man bekommt übrigens eine Trophäe, wenn in New Helgen keine Zivilisten verletzt. Und ja, ich befürchte fast, die bekomme ich nicht. Der ganze Abschnitt ist ein nerviges Labyrinth aus Gängen und Schächten. Wahrscheinlich kann man hier subtil vorgehen, aber ich mach das mit der Subtilität einer Schrotflinte. Und das läuft auch erschreckend gut, ich sag ja, Schrotflinte absolut beste Waffe unter den normalen Waffen im Spiel. Man hat das Gefühl, den Leuten geht's richtig kacke hier im Osten. Ich meine natürlich New Helgen. Die Frau da zum Beispiel latscht wie blöd gegen diese geschlossene Tür. Oh halt, da geht's weiter. Das passiert übrigens immer. Wie wir bald feststellen, ist das Ganze hier nur Fassade. Fahren wir mal runter in die sogenannte Containment City. Ja, und der Name ist Programm. Denn die meisten Leute in New Helgen wohnen in Containern, die mit gigantischen Kränen angeordnet werden. Ja, eigentlich ein echt interessantes Setting. Ein Roman über den Alltag in Containment City wird sich hier anbieten. Ich würde es auch lesen. Vielleicht. Das Ganze ist recht geradlinig, sieht aber aus wie ein Labyrinth aus Gängen und Schächten. Komplett chaotisch und klaustrophobisch. Ich mag das. Wow. Okay. Onkel Shotgun macht das schon.
Wir kämpfen und snipern uns ein bisschen durch die Gegend und stürmen dann endlich das Lager von Tyrion, wo der Soundtrack nochmal richtig den Swag aufdreht. Dann kommt noch eine überraschende Wendung, die Spieler, die Vorgänger nicht gespielt haben, überhaupt nicht kapieren. Denn Johann Stahl lebt noch und ist Tyrions Auftraggeber. Bevor beide vor der Webcam ihre Schwänge rausholen, gehen wir mal dazwischen, was Tyrion eher suboptimal findet und sich dann mit seiner Butze in die Luft sprengt. Wir humpeln also mit dem Pacing von Final Fantasy 13 durch die Gegend und werden eingebuchtet. Der Foltermeister denkt sich sicher auch, oh Mann, nicht der Vogel schon wieder. Jetzt kann ich wieder von vorn anfangen. Dabei wollte ich doch Erzieher werden. Wir begegnen auch Echo wieder und stellt sich heraus, sie ist die Tochter der aktuellen Helgist-Anführerin. Started talking shit, wouldn't you know, I reached back like a pimp and I slapped the hoe. Schicke Frisur, muss man sagen. Tja, das war's dann. Wir landen im Knast. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich Kellen aus dieser Situation befreien kann, dann solltet ihr euch Part 2 auch noch reinziehen. Bis dann.